Plastikflaschen gehören zu den Top 10 Abfällen, die in die Ozeane gelangen. Jedes Jahr werden von Surfrider mehr als 80.000 Flaschen an Stränden sowie See- und Flussufern gesammelt. Europa ist Weltmeister beim Plastikwasserflaschenkonsum pro Person und Jahr. 73 Flaschen im Durchschnitt. Das entspricht 52 Milliarden Liter Wasser und das sind 990.000 Tonnen Plastik, was wiederum 100-mal dem Gewicht des Eiffelturms entspricht. Aber wussten Sie, dass nur 59% der Plastikflaschen zum Recyceln gesammelt werden und dass ein Großteil sich einfach in der Natur befindet? Ergebnis: Die Flaschen zersetzen sich langsam zwischen 100 und 1000 Jahren in der Umwelt. 1 Million Vögel und 100.000 Meeressäugetiere sterben jedes Jahr und 690 Meeresarten sind von der Plastikverschmutzung bedroht. Das ist noch nicht alles. Das Wasser in der Flasche ist durchschnittlich 100 bis 300 Mal teurer als Leitungswasser. Dabei macht die Verpackung bei einer Wasserflasche 90% des Preises aus. Und doch erscheint die Lösung einfach. Eine wiederverwendbare Trinkflasche reicht. Sie ist weniger umweltschädlich und preisgünstiger. Die Ozeane brauchen unseren Schutz. Wir müssen unsere Gewohnheiten ändern.